machst du einmal weg. Wie die Katze dann eine Linie. Sehe ich so aus wie ein bestimmter Map-Ersteller? Nein, also. Ich hab's mir die ganze Zeit verkniffen. Ich wollte es auch nicht aussprechen. Aber jetzt, wo du sagst. So, nicht. Ich mähe da mal wieder Rasen. Ja, tu mal was Produktives. Ich habe das Gefühl, dass ich der Einzige bin, der hier produktiv ist. Zumindest während Zeug. Nein! Warum nicht? Nick mäht den Rasen. Stell mal Zeit vor. Das Video zeige ich dann deinen Eltern. Nick beim Rasenmähen. Oh, bei uns zu Hause macht er das nie. Ja, fragt euch mal warum, liebe Eltern. Hier haben wir auch keinen Rasen, den wir mähen können. Alter, was mache ich denn hier? Kinderlandausflug in Wald oder was, ey? Fischonkel. Oh, ich hätte den Ton ausschalten. Ja, toll. Super. Ich wäre wieder bereit. Ja. Mayo, mach jetzt dein Handy aus. Moment. Wollen wir Dings machen oder lass mal laufen? Ich würde sagen, wir lassen laufen und cutten immer so nach knapp 15 Minuten. Okay. Hallo Gerda. Ich glaube, einheitlich wird das nie, kann das sein? Was? Guck mal, wo der Lumpi hier schon hingeschissen hat. Hier direkt am Feldrand, ey. Hör mal auf, so einen Scheiß zu erzählen. So. Aber dann ist wenigstens direkt gedüngt fürs nächste Mal. Alter, das Ding klingt wie ein Staubsauger und ist elendig langsam. Klingt wie ein Staubsauger? Fährst du zufällig C2? Nee, tut er nicht. Gepasst hätte es aber. Oh, da muss ich gleich nochmal drüber fahren. Ja, könntest du jetzt mal einen Ballen auswerfen? Aha, da, ja, er kommt. Sehen Sie live, die Geburt eines Ballens. Ja, so ungefähr. So Soll sieht ich das jetzt auch ballen? Ich muss mir das später auch mal angucken, wie das also aussieht. Ich würde ja mal gerade sagen, wenn wir mit einer Ballenpresse über ein Feld fahren, befinden wir uns da nicht in einem Ballungsgebiet. Ja, macht es nicht besser. Nein. Das habe ich mir fast gedacht. Nee, der war irgendwie nicht so prickelnd. Oh, gleich kommt er raus, ey. Hier, die Schlange. Warte mal ganz kurz, bevor er rauskommt. Ich will mal gucken. Ja, noch kommt da er kommt ja nicht. Ballen raus, so besonders ist es nicht. Ja, kann den Kopf sehen. Gerne, ja, okay. Ja, gut. Das dauert aber noch ein bisschen, oder? Oh, ich bin guter Dinge. Oh, nur bergauf geht so gar nicht. Brauchst einen größeren Traktor, oder? Naja. Mayo, der Ballen hat blonde Haare. Ist meiner. Ich kann die Haare Ballen, schon sehen. Vor allem, die Ballenpresse ist auch größer als der ganze Traktor. Überhaupt nicht. Ich mach das anders. Ich schalte den Sauger ab, wenn ich bergauf fahre. Soll ich dich anschieben? Sagt mir den Hörlimann, weißt du. Psst. So, ich mähe mal weiter. Ernsthaft jetzt? Ne, jetzt kommt doch der Ballen raus. Du kannst doch nicht. Du kannst doch nicht die Geburt eines Ballen verpassen. Der kommt ja, noch lange doch, klar nicht. Wie viel hast du noch ja nicht aufgesammelt? Doch, der ist schon fast draußen. Naja, der ist aber. Das dauert noch eine Weile, bis der rauskommt, weil das ist ein ziemlich großer Ballen, der da immer hinten rauskommt. Wobei, so von der Länge vom Ball her. Raus, oder als passen. Als Reh. Du solltest nicht hinter dem Faden, der kommt da rausgeschossen. Sagt der direkt dahinter läuft.
Aber guck mal, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Er ist doch gleich draußen, oder nicht? Ja, die Schultern sind halt ein bisschen breiter, die brauchen ein bisschen. Wow. Alter, wie lang wird der Ballen denn bitte? Ich glaube, da ist jetzt auch irgendwo der Cut so langsam. Ja, wir auf jeden Fall. Oder musst du den selber cutten? Nee. So, jetzt fahr ich. Aber die Ballenpresse sieht schon mal nicht schlecht aus, muss ich sagen. Nö, ich könnte mal die. So. Warum fährst du jetzt eigentlich extra wieder nach da oben? Weil der so schlecht bergauf kommt mit der Ballenpresse. Ach so. Ja gut, das passiert. Sind wir eigentlich im richtigen Raum? Ja, ne? Ja. Marionetten. Stimmt, wir haben ja vorhin gewechselt. Ja. Jetzt sammelt er nichts mehr auf. Jetzt musst du, oder? Ah ne, du hast einfach vergessen anzuschalten. Oder mussten selbst. Immer auswerfen. Klingt wie ein Staubsauger, hab ich doch gesagt. Alter, wie lang wird der denn? Der ist getrennt. Dahinter kommt der zweite schon. Ja. Die schieben sich da nach kommt direkt nach der nächste. Ah ja, ich seh's. Da ist die Trennung schon drin. Jetzt? Ich glaub, ja, genau. Objekt zu sperren, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, die könnte ich jetzt so. Mayo hat einen abgedrückt. Wobei, die können wir auch direkt verkaufen, theoretisch dann, ne? Keine Ahnung. Ich guck gerade mal. Ballen, genau, beim Strohverkauf. Das macht voll Spaß, mit dem Ding hier rumzufahren. Ich habe meine Berufung gefunden. Hat eigentlich. Wie viel Volumen hat eigentlich so ein. Weil die geben 56 Euro pro 1000 Liter gerade. Klingt das nur noch extrem wenig oder ist das einfach? Ich denke, 1000 Liter wird zum Ballen haben. Der Lumpi hat an der Lumpi an der Seite, hier hast du aber eine fette Leine gezogen, ne? Tja. Ja, okay. Ja, du gerade auch oder wie? Na, guck hier. Weg ist sie. Ja. Oh, guck mal, da drückt der Lehm, ey. So, jetzt gehe ich aber weiter. Man, jetzt habe ich es ja gesehen. Man. Wieder da raus, flupp. Boah, ey, heute Deutsch. Wow, ich hatte gerade einen Server-Leck. Oh. Mehrwerk wieder hochgefahren zum Main. Ist gut. Dann wird der irgendwie so gut. Der Leck ist gerade bei mir angekommen. Ja, das sieht so lustig aus, wenn dieser halbe Ballen da hinten raushängt, Alter. Das sieht halt am Anfang echt so aus, als würde da gleich ein Ballen rauskommen, der 5 Meter lang ist. Ja. So, ich ziehe jetzt mal hier so eine Ballenleine erstmal, die der Lumpi da gemacht hat. Ja, ist schon klar. Könnt ihr mir Bescheid geben, wenn ihr aufladet? Das könnte, glaube ich, lustig werden. Beziehungsweise ich würde das gerne auch mal versuchen. Klar, kein Problem. Weil das mit dem Aufladen hat ja schon mit dem Dünger so gut funktioniert. Ach Quatsch, überhaupt nicht. Das sah aus, als würden wir nie was anderes machen. Ja. So, Düngerweitwurf und so. Aber schön, dass wir endlich mal wieder zu LS17 Folgen kommen. Ja, auf jeden Fall. Und wir brauchen stärkere Traktoren. Ja, boah, der Lumpi ist hier sogar eine Kurve gefahren. Ich werde ja bekloppt. Ja gut, die Ballenpresse ist halt nicht für solche kleinen Traktoren ausgelegt. Ja. Wobei der rote und der blaue, die haben nicht so unterschiedliche FPS, genau. Ja. PS-Zahlen, FPS? Ne? Ich tucke halt gerade mit 4 km/h hier den kleinen Hügel hoch. Nick, kein Problem, der Traktor fährt mit FPS. Ja, also ich habe bei beiden 60 und du? Ich auch. Oder? Ja. Na, lieber nochmal sicher gehen, ne? Vergewissern hier so. Ja. Oh, jetzt fahr ich hier wieder krumm und schief, ne?
und lass wieder ein bisschen was liegen. Mir fällt doch gerade ein, das wäre ganz praktisch, habe ich ja schon mal gesagt, für nächste Woche ein bisschen was vorproduzieren können. Ich bin ja nicht da. Ja. So, gerade Omsi fehlt noch. Oder ETS 2 im Singleplayer wäre auch mal wieder nicht schlecht. Bin soweit. Aber haben wir ja, glaube ich, schon mal angeschnitten letzte Woche, kann das sein? Da kann ich auch übrigens direkt nochmal für alle sagen, weil es mir gerade spontan eingefallen ist. Nächste Woche bin ich weder am Mittwoch noch am Freitag zum Streamen da. Heißt, da streamt entweder Mayo oder Lumpi, wer auch immer. Ja. Weiß ja nicht, wie das macht, ob dann irgendein Tag ausfällt oder... Der Nick wird abgeschoben. Ja. Yep. Aber auch nur für eine Woche. Also, ja, sicher? Wobei, es sind ja eher 5 Tage. Testpilotprojekt. Ach so. Wie schiebt man einen Nick-Tims ab? Ja, ich hoffe, ich komme am Freitag nicht allzu spät nach Hause. Eingepeilt ist ja 20 Uhr, aber ich habe so das Gefühl, das wird nichts. Allein schon die Tatsache, dass wir durch den Gotthard durch müssen, ist mal fast zunichte, glaube ich. Ja, alter Gott, ist der hart, ey. Der Lumpi zieht hier ganz komische Linien, ey. Schon wieder. Das sieht aus. Aber wie schnell die Zeit im LS17 vergeht, ey. Wir haben schon eine halbe Stunde. Das ist... Ja. Das ist genau wie in City Skylines, ey. Das ist auch so. Da fängst du eine Folge an und dann baust du so 2-3 Sachen, schon hast du 20 Minuten. Sieht man auch an den Folgenlängen bei mir immer. Ich bin jetzt zu 90% voll. Soll ich wegbringen? Ja, bring weg. Mach hier. Am besten erstmal ins Silo. Oder nee, mach Geld. Warte mal, ihr habt jetzt Roggen, ne? Ja, Arjen. Ganz hinten. Getreidehandel Werner, da geht der Preis zwar gerade runter, aber wenn du dich beeilst, dann passt das noch. Werner. Bei Feld 40. Der ist direkt neben Feld 40, genau. Wow, Alter. Was denn? Ja, ich hatte gerade ganz kleinen Leck. Ganz klein? Wie hab ich hier erst das mal die ganz kleinen Lecks, wenn er dir dann... Wenn mein Mähdrescher hier mal kreuz und quer durchs Feld rast. Ja. Ja, das kann ich aber nicht beeinflussen. Also wir haben schon einen guten Server. Ja, das passiert halt hin und wieder einfach. Ja, zudem muss man auch bedenken, dadurch, dass das im Moment so stürmisch ist in Deutschland und ja, aber ich glaube, wir brauchen trotzdem mal einen richtigen Flug demnächst. Ja. Um das komplette Feld nochmal richtig umzugraben. Was hat der Flug jetzt bitte mit den Servern zu tun? Weil wir stellenweise Zeug haben, wo kein Getreide und ähnliches wächst. Mitten im Feld. Das muss komplett umgepflügt werden. Vielleicht ist man da ja auch einfach nicht richtig drüber gefahren. Wir lassen den sogar schon lücken. Ein Schelm, wer jetzt Böses denkt. Ja, echt. Weil ich kann mich erinnern, letztes Mal waren da auch so ein paar Stummelchen über und da habe ich, glaube ich, nicht alle weg. Nur so die größeren. Von daher, aber wir können das ja einfach mal beobachten. Genau. Ich sehe überhaupt nichts, der Baum steht im Weg. Ah, Hilfe. Aber das Ballen, das Ballenpressen macht Spaß. Ja. Fahre ich da einfach auf diese Plattform drauf oder was? Ja. Und dann. Oder in diesen grünen Kreis. Nee, fahr auf die Plattform, aufs Gitter drauf. Haben wir denn schon eine Palettengabel? Ja, müssen wir eigentlich, vorne, ne? Habe ich doch vorne dran. Ach so, okay. Eine Palettengabel oder eine Ballengabel mit den Spitzen vorne dran? Eine Ballengabel haben wir da. Ich bin schon wieder. Ach stimmt, wir bräuchten einen Ballenspieß wahrscheinlich, ne? Soll ich den mal holen gehen? Weil der Rote hat ja auch einen Frontlader anbaut.